Jede Mom ist anders. Die Kinder sind alle erwachsen. Jetzt kann ich machen, was ich will. Diese Mom füttert ihren Sohn die ganze Zeit. Ihr Kind wird also nie hungern. Hier, du brauchst doch was Ordentliches bei der Arbeit. Eine Mom zu sein, ist ein Vollzeitjob. Moms Fürsorge sprengt an dieser Stelle den Schrank. Niemand kann so viel essen. Mom versucht, auf die Gesundheit ihres Sohnes aufzupassen. Mach mal eine Pause und lass dich von deiner Mom verwöhnen. Was ist das? Mom! Wessen Mom ist die lustigste und angesagteste? Die Kinder sind alle erwachsen und jetzt habe ich eine Menge Freizeit. Ich kann auf allen Partys in der Stadt Spaß haben. Yay! Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, 40 ist das neue 20. Hey, wie geht's? Mom erinnert sich immer noch, wie man der Star auf der Tanzfläche ist. Mom, du bist hier? Weißt du, wie spät es ist? Komm, wir gehen. Ich rufe dich zurück. Was für ein gemütliches Zimmer für ein Paar. Zumindest war es das, bevor meine Schwiegermutter kam. Sie ist wohl die Chefin in dieser gesamten Familie. Du gehst schon mal in die Küche. Und in der Zwischenzeit werde ich die Bilder austauschen. Heute hat unser kleines Mädchen Geburtstag. Die ganze Familie ist da. Aber ihre Schwiegermutter hält sich für den wichtigsten Gast auf dieser Party. Und hier ist die Torte. Wow, alles Gute zum Geburtstag. Wünsch dir was. Oh, ihre Schwiegermutter war wohl schneller. Und es gibt auch Moms, die immer mit der Wahl ihrer Tochter unzufrieden sind. Was sagt der? Du kannst es mir ruhig sagen. Wo hast du ihn kennengelernt? Schau, deine Mom hat ein paar tolle Kandidaten für dich gefunden. Hier ist ein sportlicher Typ und hier ist ein schlanker Typ. Und dieser sieht aus wie der junge Brad Pitt. Ich werde dir niemals einen falschen Rat geben. Oder dieser. Mom, hör auf. Ich habe meine Wahl getroffen. Du kannst es dir ja immer noch anders überlegen. Sogar dieser Kellner sieht besser aus als dein Freund. Mom, die sehen doch total gleich aus. Schau genauer hin. Ach, du hast ja keine Ahnung. Und manchmal konkurrieren Moms nicht nur mit den Freunden, sondern auch mit ihren Müttern. Würdest du so nett sein und mir eine Mandarine geben? Und ich zeige ihr meinen super teuren Ring. Oh, danke. Würdest du so freundlich sein und etwas lauter sprechen? Ich kann dich nicht hören. Meine 24 Karat Goldohrringe ziehen an meine Ohren. Die Mütter prallen mit ihren Accessoires. Wer ist cooler? Alles ist ein faires Spiel. Ketten, Pelzmäntel, Armbänder, neue Smartphones. Das ist Krieg. Sie sind echt nicht aufzuhalten. Die beiden hätten sich lieber nicht kennenlernen sollen. Das war eine schlechte Idee. Ihr habt ein wichtiges Meeting? Mom weiß, was zu tun ist. Sohn, hast du deine Jacke zugeknöpft? Ja, Mom, das mache ich gerade. Sorry, Kollegen. Bye, Mom. Ich rufe dich nachher zurück. Gehst du gerade? Ja, Mom, ich habe eine Mütze aufgesetzt. Er dachte wohl, er kann seine Mutter austricksen. Sie sieht alles. Gib einer Erkältung keine Chance. Du darfst nicht krank werden. Seine Mom gibt ihm hier noch nicht mal eine Pause. Ja, Mom, ich hab's geschafft. Ich frag mich, wie die Mom meiner Freundin ist. Was ist, wenn sie die ganze Zeit nur an eine Sache denkt? Oh, Kind, was sehe ich denn da? Etwa ein Babybauch? Werde ich bald einen Enkel bekommen? Endlich! Mom, ich habe gerade zu Mittag gegessen. Hör auf!
Mom ist vom Einkaufen zurück. Sie hat viele schöne Sachen gekauft. Schau auf diese Uhr. Sie tickt, genau wie deine biologische Uhr. Mom! Und was ist hier drin? Ach, nur ein paar Sachen für die Zukunft. Lass mich mal sehen. Süße Schüchen. Und ein Shirt für meinen zukünftigen Enkel oder Enkelin. Sieht das nicht zuckersüß aus? Oh, Mom, es reicht. Hör auf, in die Zukunft zu schauen. Wo kommt dieser Kinderwagen her? Mom! Diese Mom möchte die beste Freundin von Zins Freundin sein. Hey Mädels, was für eine kleine Welt. Wie geht's dir so? Erzähl mir alles. Was hast du so gemacht? Erzähl mir den neuesten Klatsch und Tratsch. Ach ja, übrigens, ich habe mir ein neues Kleid gekauft. Dieses Kleid hast du doch auch, oder? Du hast echt einen guten Geschmack. Jetzt sehen wir so aus, als wären wir im selben Team. Yay! Inzwischen ist schon eine Stunde vergangen. Sie wird uns nicht so einfach gehen lassen. Schau, was ich hab. Fotos von Zinn, als er noch ein Baby war. Als wenn es erst gestern gewesen wäre. Ist der nicht süß? Und jetzt bringe ich dir unsere Begrüßung bei. Pass auf! Hey, beste Freundin! Schau, was ich hab! Zwei Konzertkarten! Willst du heute Abend mit mir dahin? Mein Sohn muss es ja nicht wissen. Komm schon, lass uns unser Ding machen. Oh, wir sind für immer beste Freundinnen. Und diese Mom ist vom Putzen besessen. Sie dachte, sie hat alles gründlich geputzt. Das Bett ist gemacht. Nirgendwo ist Staub. Sogar das Make-up ist in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt. Super, jetzt kann ruhig meine Mom kommen. Aber nein, diese besessene Mom kann Staub finden, selbst wo er natürlich nicht sein sollte. Das Bett ist 2 Zentimeter von der Mitte entfernt. Ah, die Kommode ist total durcheinander. Ich muss aufräumen, bevor es zu spät ist. Jetzt ist es makellos. Die Kissen sind sauber. Die PlayStation glänzt. Aber meine Mom kann die kleinsten Flecken mit ihrem Röntgenbild sehen. Was für ein Albtraum. Mom, hast du hier nochmal geputzt? Leg den Lappen jetzt weg. Dann bleib doch hier in deinem Saustall. Ich werde dir nicht mehr helfen. Wir haben ein romantisches Abendessen. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist schon irgendwie unheimlich. Ah, jetzt passiert's. Mom ruft bestimmt an. Ja, das ist sie. Mom, ich kann gerade nicht. Ruf bitte später nochmal an. Was? Du fühlst dich nicht gut? Ich komme. Sohn, hilf mir, ich sterbe. Rette mich. Mom, was brauchst du? Wasser? Hier, nimm ein Glas. Brauchst du noch was? Brauchst du Medikamente? Nein, nein, das reicht. Ich hatte einfach nur Durst. Mir geht's jetzt gut. Du hast mich gerettet. Meine Mom kommt unerwartet vorbei. Oh oh, wir müssen schnell aufräumen. Jetzt ist alles sauber. Hey, ihr zwei. Ah, Mom, komm rein. Wir freuen uns, dass du da bist. Irgendwann ist es immer soweit. Ich lerne heute die Eltern von Zinn kennen. Und er sieht meine Eltern zum ersten Mal. Wir sind super nervös. Das ist meine Mom, die gerade anruft. Ja, Mom? Okay, Mom. Ja, sicher. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Okay, dann los. Wir versperren einfach die Tür. Und niemand kann reinkommen. Tja, Pech. Zu spät. Sie sind schon da. Okay. Herzlich willkommen. Wie fandet ihr unsere Moms? Schreibt uns, ob ihr eure Mom wiedererkannt habt. Ist sie viel zu fürsorglich?
Viel zu wählerisch? Oder feiert sie gern? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.